als hilft ihn näher. So. Und dann herzlich willkommen zu einer Runde GTA RP. Ja. Wir haben gleich einen Vorstellungsschub, ich mach's nur. So. Warte, ruhig herkommen. Hallo. Ich muss noch fertig telefonieren. Hallöchen. Jo. Hallo. Ich wollte eigentlich noch Runde Robust fahren, aber das habe ich so gut geschafft, dass ich auf dem Klo verweilen müsste. So kann man machen. Ja, muss ich abbrechen. Ja, als sind zwei City-Linien im Dienst, weil sie dachten so, ja, okay, die kommen noch. Ich wusste ganz genau, dass ich es nicht mehr schaffe. Aber sie wollten es mir ja nicht glauben. Naja, egal. Dann habt ihr mich jetzt die Pommes. Was ist denn... Adobe-Bives, oder wie wird das gesprochen? Grafik und Design. Ja, das ist ein Grafiker. Ah, okay. Noch einen untersprechenden Namen hätte der sich nicht aussuchen können, oder? Naja, also die Hälfte seines Namens setzt sich aus seinem Namen zurück, die andere Hälfte aus dem Programm, was er nutzt. Ah! Also vom Anbieter, also. Es ist nicht ganz so kreativ. Kreativ, ja doch. Ne, also Adobe und Ice zusammengesetzt. Adobe. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich aussprechen soll, aber. Ja, gut. Das ist aber schon mal zumindest ich glaub, zwei. Niemand kann das richtig aussprechen, außer er selber. Ah, ja. Oh Gott. Ja. Ich finde auch die Kommentare darunter super. Ich habe noch mal angeguckt. Ich weiß, irgendwelche Freunde, die sind richtig toll oder so. Ja, ja, genau das. Kann ich mir empfehlen. Ja, komm mal zurück, das war super. Erinnert mich nur an Fake-Bewerten auf gewissen anderen Portalen. Ja, wollte ich gerade sagen, so. Manchmal ist sowas auch nicht gut, vor allem wenn die es jedes Mal unter diesem Post posten, den er postet. Hm. Naja. Ja, kann man mal machen. Man kann es auch sein lassen. Mhm. Ach, ja. Ach, scheiße. Ja, so sehe ich es auch. Ja, ich bin seit 9 auf dem Bein. Ich seit 7.30 Uhr? Ja, bisschen was. Mein Würfchen's gemacht. Also ich bin 8.33 Uhr, bin ich aufgewacht, hab mich in meinem Bett bis um 9 rumgewälzt, dann bin ich aufgestanden und hab angefangen, das zu arbeiten. Und dafür habe ich heute $600 gekriegt. Und ich liebe es, ich liebe Geld. Oh, ich könnte heulen. Geld. Geld. Oh, wofür Geld? Hat sie sich gequält oder so ähnlich? Das war so ein Song, habe ich mal gehört. Der war gut. Der war wirklich sehr gut, ja. Ach, ja. Jetzt stehen wir hier und ich habe nichts mehr zu essen. Jetzt stehen wir hier im Rampenlicht. War das jetzt eine Nachfrage, ob jemand was dabei hat? Achso, nee, apropos, nee, ich muss mir auch was essen, ich hab jetzt Essen dabei. Oh, ein Chickenburger, oh, geil. Ich meine, ich habe jetzt eben meinen letzten Rahmschüssel leer gegessen. Ich packe mir ja immer ein Lunchpaket, bevor ich aus dem Haus gehe. Dann packe ich John noch ein Lunchpaket, bevor ich aus dem Haus gehe. Tja. Ja. Meistens sind halt so zwei so. Jo, ja, sieht doch gut an. Meine neue Wohnung ist umfassend. Was habt ihr jetzt für eine Wohnung? Was für ein Stil? Eine Black and White. Ah, okay. Oh mein Gott, warum haben alle diese Black and White Wohnung? Rockfords beim Casa um die Ecke tatsächlich. Mhm. Oh mein Gott, ich wäre direkt neben meiner Firma. Ja, auf jeden Fall eine schöne Lage so. Ist das so eine schöne Lage? Da müssen wir jetzt drüber streiten. Kommt auch die Parkplatzsituation vor Ort an. Ich habe eine gute Parkplatzsituation. Also wir haben vorm Haus, wir haben eine kleine Tiefgarage und dann mal links noch eine Tiefgarage. Also wir haben da genug Platz zum Parken. Ja, gut, das ist nicht angenehm. Mist. wie viel zahlt ihr da, wo ihr seid? Für zwei Personen 484.
Also runtergerechnet auf eine Person, 70% ungefähr Aufschlag. Ah, ja. 100? 300, Ich 350 circa? Oder? glaub, so runtergerechnet. Also als ein Person zahlst du 282. Oh, gut, war ich nah dran. Ja. Boah. Aber naja. Ich habe meine Wohnung momentan, mit der ich eigentlich relativ zufrieden bin. Ich ziehe auch erstmal nicht mehr um. Eigenes Haus in Palito direkt mit mehr Blicke gibt man auch nicht so richtig für den Preis vor allen Dingen. Das ist richtig. Und mit den Schnellplätzen davor. Oh ja. Die ich Oh, nicht brauche, weil ich ich nur zwei Autos habe. Also eigentlich drei, aber ja. Ey, ich hab Ein. alles und ich mag ja Schnellplätzen. Hey, ich habe auch ein Auto und ein Motorrad und zwei Fahrräder. Yeah. Oh Mann. Wer hat eigentlich den Roller da so formschön in diese Einbuchtung da reingeschubst? Ich glaube, das war der Wind. Ja, genau sein. Ja. Ich glaube tatsächlich, das war einfach Ja, nur der Wind. glaube Nee, ich auch. der Wind ist in letzter Zeit wieder sehr stark teilweise. Ja, schon gemerkt. Bestätige. Hui! Da liegt entweder ein Nick oder ein Andrew. Ich kann es auf die Schnelle und die Entfernung nicht unterscheiden. Das ist richtig. Ja, vor allem wenn man so easy da einfach durchgeschossen kommt. Die beiden standen gestern nebeneinander, ne? Und als sie die Brille, jetzt nicht kommt, das war nichts, die Brille ausgesucht, diese beiden, komplett gleich aus, also. Ja, gut. Konnte sie nur an den Tattoos von, glaube ich, Eric hatte, glaube ich, die Tattoos gehabt, unterscheiden. Ja, nee, Eric hatte ein Armtattoo. Ja. Sogar leicht. Oh. Ach, meine Güte, das wird ein Spaß. Ja. Warte mal, wo hast du den Chicken? Ist der von Honey Steiner? Oder wo kommt der her? Oh nee, war Chicken, ne? Ja, das ist ein Schicksburger, kein Schickenburger. Das ist die Messerversion vom Oder Schickenburger. trotzdem geil. Honey Ja, Steiner hat okay. keine Chicken Burger. Ne, der kommt natürlich von Schicksburger. War jetzt nicht sicher, deswegen frage ich so. Ja, nein, Schicksburger hat schickige Schicksburger. Schicksburger. Mhm. Boah. Ja, erstmal zum. Ach nee, warte, kann ich nicht. Scheiße. Ich habe ja gestern schon $343 ausgegeben bei Honey Steiner. Ach Mensch, ist das schade. Ich habe letztens $520 bei Honey Steiner ausgegeben. Wir haben eventuell ein bisschen vorab bestellt. Ach, ich habe Ja, letztens 1,5 bei Honey Steiner ausgegeben. Also so Da übertreiben kommen die wollte ich ganzen jetzt fetten nicht. Busfahrer her. Ja, gut, finde ich ja nicht. Ich fette ja nicht immer. Gut, meistens Geld war aber aus der Mitarbeiterkantine und für die Mitarbeiterkantine, also, ne? Ja, gut. Meist nicht für mich am Ende. Was man aber immer merkt, Honey Steiner geht bei uns echt am besten, ne? Also Ja. ist die Kantine ist immer da, ist wieder weg. Ja, aber ich habe nicht so viel bestellt, das ist scheiße teuer. Eigentlich Dafür wollte ich sind. es bei Mustafa bestellen. Als Ja, nächstes, der ne? hat ja zugemacht, ne? Mhm. Meine Ja, ganze Planung ist hinüber. gastrotechnisch ist momentan echt schwierig, ne? Ja, irgendwie zur Zeit ist schon scheiße Nach den alles. ganzen Schließungen, jetzt haben wir Mustafa dazu, also nun. Boah, jetzt habe ich irgendwie Bock auf eine knusprige Ente mit Gemüse. Wenn ich hier das so lese, Ente Crossbow. Dollar Cope Steak? Oh. Cope Steak, Wir $300 könnten ist ja auch schon mal was. wieder, das ist dann zwar vielleicht nicht ganz so nahrhaft, aber wieder ein bisschen was von der Bakery bestellen oder so. Boah, das wäre doch geil. Die haben auch mal Ja, ganz aber von leckere der Sachen. Bakery haben wir ja eigentlich immer in der Normalkantine. Das Achso, ist hier okay. mehr tatsächlich über Über Fresh Food. Fastfood. Ah, okay. Kommen wir mal Puddingbrezeln, ich liebe Puddingbrezeln. Ich gehe dann mal raus auf Toilette und dann hole ich mir noch was zu essen und dann können wir loslegen. Machen Macht wir. er denn Schönes?
du nochmal die Hotline übernehmen, falls der anruft? Also falls er nicht kommen sollte, gleich, guck nochmal. Ja, weil er hat ihn noch, mein Gott. Ja, genau. Ich geh mal kurz vor, ne? Jo. Hallo. Hallo. Mr. Taylor. Richtig, genau. Wunderbar. Kannst du mir mal folgen? Na klar, sehr gerne. Lüle. So, dann nehmen Sie noch mal kurz hier bitte Platz, 2-3 Minuten, und dann sind wir gleich für Sie da, ja? Alles klar, vielen Dank. Essen und Trinken haben Sie genug. Alles dabei, ja, alles super. Wunderbar. Danke. Bin dann gleich wieder da. Ja. Dann können Sie mir mal folgen. Herr Taylor? Doch, Sie können mir folgen. Mr. Taylor? Alles gut? Ja. Also, Moment. Ja. Besser? Ja, alles gut. Wunderbar, gut, komm so mit. Na klar, sehr gerne. So. Hallo. Jo, herzlich willkommen bei Los Santos Ansehen. Ich bin der Herr Waag, wir hatten ja schon geschrieben, Ausbildungsmanager genau. Und Personalmanager hier bei Alice Transit. Alles klar. Ja, Nicolas Taylor. Zu meiner Linken der Herr McKay, zuständig für organisatorisches, Marketing, unsere Folierung und ähnliches. Mhm. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ja, wir haben uns kurz vorgestellt, stellen Sie sich einmal vor, wer sind Sie, was haben Sie bisher so in Los Santos gemacht, vor Los Santos gemacht? Tun Sie, als ob wir Ihre Bewerbung niemals gelesen hätten. Genau, fangen wir damit mal an. Alles klar. Ja, Nicolas Taylor, 25 Jahre alt, Baujahr 98, sag ich mal. Ich komme aus New Berlin, das ist in der Nähe von Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. Mhm. Und da war ich vorher schon Street Cooperator und hatte dann aber, ja, wie soll man das beschreiben? Ich war einfach auf der Suche nach was Neuem und bin was dann vor... Kann ich, ja? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ich bin Straßenbahn gefahren. Da ist genau, in Milwaukee gibt es so eine, ja, es ist eine Linie oder zwei sind es jetzt mittlerweile. Ich glaube, die haben das erweitert. Und genau, da bin ich Straßenbahn gefahren für 5 Jahre schon fast. Mhm. Ich war dann aber auf der Suche nach was Neuem und wollte einfach was Neues anfangen. Bin deswegen vor einem knappen Monat nach Los Santos gekommen. Mhm. Hab seitdem auch nichts habe bisher noch wirklich keine Zeit gehabt, weil ich viel mit dem Umzug beschäftigt war. Dann war ich ja jetzt, so wie ihr in der E-Mail geschrieben, 2 Wochen im Urlaub, den ich damals noch eingeplant hatte.
Und genau, wollte mich dann halt erstmal in meiner jetzigen Branche quasi oder in, aus der Branche, aus der ich komme, orientieren. Und bin sozusagen aktiv auf der Suche natürlich nach einem Job und hoffe hier dann, einen Anhaltspunkt finden zu können, sage ich mal. Also ich könnte mir auch vorstellen, denn hier anderweitig noch Tätigkeiten wahrzunehmen später, aber erstmal natürlich dann den Busfahrer und dann, genau. Und können Sie das ein bisschen erläutern? Also, Sie haben gerade schon gesagt, erstmal, also ist das, kann ich mir das vorstellen? Also, wie meinen Sie das? Je nachdem, was dann vielleicht auch gebraucht wird, sage ich mal, ein Ausbilder oder irgendwas, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Oder, also ich glaube mal, ein Disponent oder so, wenn Sie jetzt hier nicht groß haben. Aber also sowas halt in die Richtung oder vielleicht auch Angebotsplanung oder sowas, wenn es sowas hier gibt, sowas könnte ich mir auch schon auch durchaus vorstellen. Genau. Also Sie meinen das innerhalb von LS Transit, meinen Sie jetzt? Richtig. Also ich dann andere mich, Aufgaben. Wenn Möglichkeiten bestehen und man mit meiner Arbeit zufrieden ist, bin ich durchaus auch nicht abgeneigt, mich im Unternehmen natürlich auch weiterzuentwickeln. Genau. Das hört sich schon mal gut an. Aber Sie haben jetzt also nicht vor, irgendwie zu sagen, ja, ich komme jetzt erstmal hier an, mache das vielleicht irgendwie 2, 3, 4 Wochen und dann bin ich weg. Nee, also ich hatte eigentlich schon vor, hier Busfahrer zu sein erstmal, damit ich ein stabiles Einkommen natürlich auch habe, einen guten Job habe, einen guten Beitrag für die zur Stadt beitragen kann und dann natürlich irgendwie mich auch weiterzuentwickeln beruflich, selbstverständlich. Ja, wunderbar. Genau. Das hört sich doch schon mal gut an. Was reizt Sie denn jetzt am Busfahren? Weil vor allem der Wechsel von der Straßenbahn zum Bus ist ja dann doch ein... Das stimmt, ja. Also man ist natürlich ein bisschen freier mit dem Bus, da ja, also soweit ich weiß, gibt es ja hier auch sowas wie eine U-Bahn in Los Santos, ne? Aber die wird ja nicht von ihm betrieben, ne? Korrekt, genau. Genau, und dann dachte ich mir, naja, okay, Busfahren ist ja auch, man hat Kontakt mit anderen Menschen, man sieht viel, es ist ja nicht jeden Tag das Gleiche, sondern jeder Tag ist anders, ne? Routine ist ja das Schlimmste, was es geben kann eigentlich für so einen Beruf, auch wenn es einem immer vorkommt, dass man seine Kreise dreht. Ist jede Fahrt ja einzigartig und anders. Und ich glaube, das macht dann auch die Abwechslung, auch die Interaktion natürlich mit den Kollegen, um Gottes Willen. Vielleicht weiß ich nicht, wie das hier so ist bei Ihnen, dass man auch mal außerhalb des Berufs was miteinander macht, irgendwie ein Team-Event oder sowas. Und natürlich auch abwechslungsreich. Ich habe ja irgendwie gelesen, dass es auch ja so Shuttle-Services gibt von uns. Das macht es natürlich dann auch abwechslungsreich, die Arbeit, genau. Genau, also es gibt uns. Also es gibt bei uns auf jeden Fall auch also Events haben wir hier regelmäßig, also auch Eventfahrten. Genau. Kollegen treffen sich auch mal privat. Und letztens war zum Beispiel dieser Triathlon gewesen, da sind Kollegen mitgelaufen. Also wir sind auch, wer das halt auch möchte, ne, kann halt auch mit den Kollegen was unternehmen. Wir machen auch unregelmäßig, machen wir auch Team-Events. Wie letztens waren wir auf der Kartbahn gewesen. Oh, schön, dann cool. Waren wir mal auf dem Dirt-Track. Wir gehen auch regelmäßig essen, gerade jetzt zur Weihnachtszeit wird das wahrscheinlich wieder stattfinden, also höchstwahrscheinlich stattfinden. Ja. Genau. Ja, also das ist immer schon gut organisiert. Genau, also wie gesagt, da bin ich auch, bei sowas mache ich gerne mit, bin ich von der Partie, wenn es die Zeit natürlich zulässt. Und genau. Wunderbar. Gehen wir mal davon aus, wir hätten jetzt noch so 3, 4, 5 Bewerber vor mir, vor Ihnen und auch nach Ihnen. Warum sollten wir denn gerade Sie einstellen? Haben Sie einen Alleinstellungsmerkmal. Ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich sag mal so, als Street Corporator oder allgemein habe ich natürlich schon gewisse Erfahrungen im Umgang auch mit Fahrgästen und Kunden allgemein, dass man dann halt, klar, es können natürlich die anderen auch Mitbewerber sein, die schon Vorerfahrung haben, dass ich natürlich ein ruhiger und besonderer Fahrer bin, der trotzdem Fahrspaß, sage ich mal, hat, vielleicht auch mal für eine gute Unterhaltung aus ist, wenn ein Fahrgast Fragen hat, wenn das erlaubt ist während der Fahrt. Und ich mich einfach an meinem Beruf erfreue, sozusagen Leute glücklich zu machen, von A nach B zu kommen. Genau. Okay. Und dann haben Sie ja schon mal ein paar Stärken genannt. Wo liegen denn Ihre Schwächen? Meine Schwächen? Das ist immer eine fiese Frage. Also ich sag mal, ob es eine Schwäche ist, aber ich bin so ein Mensch, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft, also ich bin einer, der bitte gerne viel vorausplant, also so, wenn es irgendwelche Urlaubstrips sind oder irgendwas und wenn man dann vom Plan abweicht, dann werde ich manchmal ein bisschen nervös. Wissen Sie, wie ich das meine? Also auch so, wenn man zum Beispiel sich mit einem Kumpel trifft der ist irgendwie 10 Minuten später und meldet sich nicht, dann wird man ein bisschen kribbelig. So. Und also ich kann es zum Beispiel nicht, also Unpünktlichkeit ist so, also nicht, dass ich unpünktlich bin, sondern wenn mein Gegenüber oder jemand anders unpünktlich ist und der Plan droht zu scheitern oder so, dann könnte ich schon mal ein bisschen, ja,
unangenehm werden, sage ich mal, weil ich für mich ist so ein bisschen, naja, man hat sich einen Plan gemacht und an den möchte man sich ja dann irgendwie auch halten, weil der Plan ist ja für irgendwas da, sowas vielleicht, also sowas bringt mich auch zur Ruhe, aber ansonsten, also selbst wenn jetzt irgendwie jemand mich beleidigen würde oder irgendwas, würde ich ruhig und besonnen sagen, er möchte es bitte unterlassen, ansonsten würde ich ihn entsprechend aus dem Fahrzeug verweisen und sowas alles, also da, ja, bin jetzt keiner, der dann irgendwie da gleich völlig ausrastet oder so. Ja, das würden sicher in San Andreas sowieso relativ schnell lernen, dass sie in solchen Situationen sehr ruhig sein sollten und auch, Genau. Das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, das wäre so eine Schwäche, wenn für mich halt das, weiß ich nicht, ist auch eine Art Unhöflichkeit, wenn man dann irgendwie gegenüber loyalen Freunden oder Mitarbeitern dann irgendwie unpünktlich ist oder irgendwas. Ja, das geht mir genauso. So eine Sache, die ich auch nicht leiden kann, ist Unpünktlichkeit, ja. Genau, da würde ich dann auch so ein bisschen, keine Ahnung, ob ich dann unangenehm werde, aber wahrscheinlich schon darauf drängen, entweder schnell wieder in den Plan zu kommen oder zumindest einen neuen Plan auszuarbeiten, dass man irgendwie wieder, gut weiter vorankommt. Genau. Okay. Ja, durchaus nachvollziehbar. Und gerade bei, so dann auch, bei uns kann es auch mal vorkommen, dass sie halt mal, auch mal Betriebsstörungen haben oder Fahrgäste, die ein bisschen länger brauchen. Das kennen sie ja auch, das heißt Straßenbahnfahren, ne? Genau. Da hat man auch schon eine gewisse Resistenz dann irgendwann dagegen, ne? Ja. Also, eine Straßenbahn ist immer noch ein bisschen schlimmer, was jetzt Störungen angeht. Wenn man da irgendjemanden ein Auto auf dem Gleis liegt, das kriegt man nicht mal eben so schnell weggefahren. Nee, das stimmt. Vor allen Dingen, man kann ja auch nicht mal so entspannt drum rumfahren. Ja, das ist richtig. Das geht mit dem Bus jetzt zum Glück ein bisschen einfacher, vor allen Dingen hier in Amerika, wo alles viereckig aufgebaut ist. Genau. Größtenteils. Ich finde jetzt nicht den Weg vom Straßenbahnfahrer zum Busfahrer ist interessant. Ich bin jemand, ich würde, wenn es hier die Möglichkeit gibt, dass der Betreiber von den Metros hier irgendwann mal sagt, er hat keinen Bock mehr, dann wäre ich einer der Ersten, der genau den anderen Weg gehen würde. Nämlich vom Busfahrer zum Straßenbahnfahrer oder Metrofahrer. Also ich sag mal so, ich würde gerne den Beruf hier auch wieder wahrnehmen, wenn das irgendwann möglich sein könnte, aber das müsste man dann klären natürlich, ne? Ja, genau. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass wir da schon mal jemanden haben, der da auch so begeistert dafür ist. Das ist gut zu wissen. Genau. Gut, so. Ein bisschen eine ungewöhnlichere Frage für Vorstellungsgespräche. Ja. Wenn Sie ein Küchengerät wären, welches wären Sie und warum? Oh, das ist ja eine interessante Frage. Muss ich schon ganz kurz Bedenkzeit. Da können Sie überlegen. Also ein elektrisches oder ist egal was? Küchengerät, was man so in Küchen findet. Also egal was. Dann würde ich so eine Haushaltsmaschine, so ein Universalgerät. Man kann was zerkleinern, man kann was mixen, man kann sich Smoothies machen, man kann hobeln, man kann Scheiben schneiden, sowas halt alles, glaube ich, würde ich sagen. Ich glaube, das ist so das, was passt. Also tatsächlich, also wenn man sich wahrscheinlich ein bisschen intensiver noch mit der Frage auseinandersetzt, kommt man vielleicht auf einen anderen Schluss, aber ich glaube, so ein Universal-Küchengerät ist schon eine coole Sache. Genau, also Sie haben es jetzt positiv ausgedrückt, man könnte das auch negativ formulieren. Ja. Nämlich, Sie können alles, aber nichts richtig. Okay, ich verstehe, ja. Nee, aber ich weiß nicht, Sie meinen, alles gut. Ja. Gut. Was wissen Sie denn über Los Santos Transit? Na, Sie sind eine Busfirma, also zumindest, ne, ich sag mal so, Sie sind eine Firma für den öffentlichen Personennahverkehr und bieten 4 Linien an, wenn ich das mitgekriegt habe, oder so, wie man es ja auch auf dem Handy nachlesen kann, die Sie im Fahrplantakt bedienen. Ich glaube, im Takt von planmäßig alle halbe Stunde, ne, vom ZOB immer zum Voll- bzw. zum Halbknoten. Und dann gibt es halt die 2 City-Linien und die 2 Linien. Oh, da hat jemand, da ist jemand ÖPNV. Dann einmal hoch bis Palito und dann wieder zurück. Merkt man. Genau, und dann hatten wir schon gesagt, zu Events wahrscheinlich dann auch entsprechenden Shuttle-Service, wo man dann natürlich auch irgendwie eine Planung braucht, irgendwie eine Linientaktplanung und Haltestellenplanung, wo man dann wie welche Haltestellen anfährt. Und sowas halt, würde ich mir jetzt vorstellen. Genau, und dann halt, wie Menschen von A nach B kommen. Genau. Gut. Besitzen Sie bereits einen Führerschein bzw. Personenbeförderungsschein? Also Busführerschein meine ich jetzt. Nee, noch gar nichts. Okay. Ich habe vor meinem Urlaub habe ich es noch geschafft, den Erste-Hilfe-Kurs im Medical Department zu machen, um dann am Führerschein
oder für den Führerschein denn alles soweit zu haben. Das ist schon mal gut, dass sie den haben, denn da hat sich bei der Fahrschule ein bisschen was geändert. Sie können jetzt also dort erst überhaupt erst vorstellig werden, wenn sie überhaupt erst mal einen Ersthilfekurs absolviert haben. Also, okay, gut. Gut zu wissen. Und das ist schon mal gut, dass sie das haben. Ja. Da schon mal vorab Info, ist nicht nötig, dass sie zwei Einstellungen die beiden Sachen haben. Hm. Können sie während der Ausbildung machen. Hm. Und wenn wir sie nehmen sollten, dann sollte doch einer ihrer ersten Aufgaben sein, dann direkt mit der Fahrschule Kontakt aufzunehmen und dort den Termin für den Busführerschein und PPS zu machen. Genau, da also ohne jetzt vorgreifen zu wollen, da gab es dann aber irgendwie so ein Paket, wo es dann irgendwie eine Kostenteilung oder sowas gab, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte, meinte der mal von der Fahrschule, oder? Ja, genau, also wir übernehmen anteilig den Kosten für einen Personenbeförderungsschein. Genau. Und generell, wenn das uns läuft, ist es auch nur 50% rabattiert. Okay. Ich muss mal kurz auf die Fläche. Ich kann gerne kurz weitermachen. Na klar. Mhm. Wunderbar. Okay. So. Das heißt also, wenn Sie mir jetzt sagen, also ich darf bei Ihnen anfangen zu arbeiten, dann wäre die erste Priorität Führerschein Klasse B oder Autoführerschein, Entschuldigung. Busführerschein. Autoführerschein ist uns egal. Ach, kann ich aber ohne einen Autoführerschein zu besitzen direkt einen Busführerschein machen? Ja. Da gibt es keine Abhängigkeiten. Ja, es ist uns total egal, ob Sie Auto fahren können, Sie sollen Bus fahren können. Sehr interessant. Das finde ich cool. Ein bisschen vereinfacht aus. Also es gab tatsächlich schon mehrere Kollegen, gerade die jetzt noch frisch auf der Insel waren, ne? Ja. Die noch nicht so viel Geld hatten, die haben halt erst einen Busführerschein gemacht. Ja. Damit sie halt hier auch arbeiten können und dann halt irgendwie Wochen später den Autoführerschein. Das klingt ja interessant. Also ich meine, gut, die Theorie wird wahrscheinlich genauso gelernt wie beim PKW-Führerschein. Aber okay, das ist natürlich, das finde ich gut. Dann würde ich, müsste aber sozusagen währenddessen laufen sozusagen, aber ich könnte hier, sage ich mal, wenn ich jetzt irgendwie arbeiten möchte, aber bei der Fahrschule sozusagen irgendwie noch nichts frei ist oder ich noch warten müsste auf meinen Termin, könnte ich hier irgendwie schon wahrscheinlich mitfahren und Streckenkunde und sowas machen. Korrekt, genau. Oder das Unternehmen. Sie können, Sie können die Theorie studieren, dazu gibt es jede Menge zu studieren. Ja. Also wir sind ein Unternehmen, wir haben 35 Mitarbeiter fast, das heißt, da ist auch alles so verschriftlicht, ne? Wir sind da sehr auch erpicht drauf, dass es alles einmal ordentlich niedergeschrieben ist und Sie können natürlich mit Kollegen jederzeit mitfahren. Hm? Und auch wenn Ausbilder da sind, können Sie auch mit denen halt schon mal ein bisschen theoretische Streckenkenntnisse lernen. Okay. Aber selber fahren sozusagen, auch wenn ich jetzt in der Ausbildung bin, erst sozusagen mit gültigen Busführerschein, richtig? Korrekt, genau. Der ist zwingend notwendig, genau. Alles klar. Dann würden wir und Sie sich strafbar machen. Okay. Ja gut, manchmal ist es ja so in der Fahrschule oder das, also gut, ja gut, in der Fahrschule fährt man ja dann bestimmt auch Bus, nehme ich mal an. Ja, in der Fahrschule ja, aber ne, wir dürfen das halt nicht, weil wir nicht die entsprechende Eignung haben. Ne? Also, genau. Eignung, ich sag's mal, Eignung wahrscheinlich schon, aber nicht die Lizenz für. Formulieren wir es mal so. Ja. Gut. Dann kommen wir jetzt mal in ein paar Situationsfragen, die ich jetzt reinwerfe. Ja. Die sich einmal reindenken. Die sind wie folgt aufgebaut. Sie sind alleine im Dienst. Ja. Ich formuliere es anders. Es gibt keine Leitstelle, keinen Dispatcher, niemand ist sonst da. Ja. Außer wie gesagt, es wird anders formuliert. Ja. Genau. Da denken sie sich einmal rein und dann antworten sie einfach dann, was. Okay. Ja, wie sie halt entsprechend auf die Sachen reagieren würden. Ja. So, fangen wir mal an. Ja, ob Sie fahren, Sie sind fertig ausgebildet, fahren auf der City 1, drehen Sie Ihre Runden, Sie haben auch ein paar Fahrgäste, die sind teilweise auch neu in San Andreas und andere auch ein bisschen angeheitert schon. Wir haben ein fröhliches Gespräch und dabei übersehen Sie ein Stoppschild. So, und es kommt, wie es kommen muss, das hat natürlich jemand gesehen, nämlich das PD, welches ein paar Meter hinter Ihnen gefahren ist. So, Blaulicht geht an, Sie werden rechts angebeten. Sie steigen rechts, sie steigen aus. Und der Officer hat einen super schlechten Tag. Ist mega gereizt, fragt, wie es denn sein kann, dass sie als Vorbildfunktion des Busfahrers hier auch noch mit dem vollen Bus über ein Stoppschild brettern. Was antworten Sie? Wie reagieren Sie? Ich würde entsprechend ehrlich reagieren und würde ihm schildern, dass ich mich mit den Fahrgästen unterhalten habe und dadurch gegebenenfalls abgelenkt war und würde aber meine Schuld sozusagen eingestehen und ihm sagen, dass ich das Stoppschild entsprechend übersehen habe und würde dann entsprechend ihm, oder wenn er mir eine Strafe gibt, natürlich die auch bezahlen und das auch einsehen. Also da würde ich jetzt nicht irgendwie groß Taram machen. Also es ist ja passiert, man kann es nicht zurückdrehen in der Zeit. Das Stoppschild ist nun mal überfahren worden.
hoffentlich ist nichts Schlimmeres passiert, aber haben sie jetzt beschrieben, dass es nicht so ist, sondern dann ist es halt so und ich werde versuchen, dann in Zukunft mich bei solchen Gesprächen oder so eben natürlich nicht abzulenken, sondern versuche mich auf die Straße zu konzentrieren und das nächste Stoppschild natürlich wieder wahrzunehmen. Oder alle in dem Fall. Gut, wunderbar. Dann machen sie das so, der Officer gibt ihnen die Höchststrafe für ihr Verhalten, weil, wie gesagt, gerade seine 5 Minuten hat. Ja. Murmelt dann so ein bisschen noch was in seinen Bart und zieht dann von dann. Ja. Wie gehen sie erstmal jetzt, nachdem sie dann wieder im Bus sind, mit der ganzen Situation um und wie kommunizieren sie das mit den Fahrgästen? Also, ich würde den Fahrgästen natürlich sagen, dass ich mich jetzt eher auf die Fahrt konzentrieren möchte. Sie sich natürlich trotzdem weiter unterhalten können, das steht denen ja frei, also und werde dann meine Fahrt fortsetzen und mich entsprechend auf die Straße konzentrieren und ja, meinen Dienst vollbringen, sage ich mal. Genau. Weiß nicht, vielleicht, wenn es noch interne Regeln gibt, die ich natürlich nicht kenne, würde ich das entsprechend noch vielleicht einen Vorgesetzten melden oder so, dass die Führungsetage darüber auch in Kenntnis gesetzt ist. Nachträglich sozusagen, wenn jetzt kein anderer da ist. Genau. Wenn das denn notwendig ist, das weiß ich ja nicht. Also, alles gut. Das ist nur erstmal jetzt so, genau. Soweit, also, wie das, sie das selber einschätzen können. Genau, das wäre dann so die Sachen. Also, aber ansonsten würde ich den Fahrgästen jetzt nicht irgendwie den Mund verbieten oder so. Ich meine, es sind freie Menschen, die im Bus sitzen. Wenn sie jetzt nicht irgendwie rumgrölen oder laut Musik abspielen oder sowas, dann hätte ich damit erst kein Problem und würde versuchen, meine Fahrt so gut es geht konzentriert zu Ende zu bringen. Ja, genau. Das kennen sie ja aus der Straßenbahn sowieso auch, ne? So, wenn er so mal so ein Wagen voll ist und gerade zur Hauptverkehrszeit, wenn die Leute dann da alle sich über sonst was unterhalten und man sich dann mal denkt, so Leute, könnt ihr einfach mal die Fresse halten, so nach dem Motto. Ja, genau. Ne? Wenn man so manchmal das mitbekommt, denkt man sich so, nun ja. Aber nee, jetzt auf jeden Fall richtig, ne? Da schön ruhig bleiben, sachlich bleiben. Genau. Und auch das mit den Fahrgästen offen kommunizieren, genau. Gut, durch diesen Vorfall haben sie jetzt eine Verspätung von 7 Minuten. Sie wissen aufgrund ihrer Erfahrung, dass sie diese Verspätung nicht wieder rechtzeitig aufholen können, um wieder zur nächsten Runde am ZOB zu sein. Wie gehen sie mit der Verspätung um? Insbesondere in Bezug da mal auf die SDVO. Und wie versuchen sie trotzdem ein bisschen, Zeit rauszuholen? Also selbstverständlich, trotz Verspätung ist die SDVO ja nicht außer Kraft gesetzt. Also ich halte mich weiterhin an die SDVO. Da gibt es auch keinen drumherum, sage ich mal. Also dass man jetzt irgendwie sagt, dann fahre ich halt mal 10 Meilen schneller oder so, um Gottes Willen. Sondern dann ist es halt so, die 7 Minuten Sicherheit vor Pünktlichkeit, heißt es immer. Und ich werde natürlich versuchen, wenn es möglich ist, an Haltestellen dann entsprechend die Haltezeiten zu verkürzen. Ne? Also wenn jetzt keine Person aussteigen möchte oder dort keine Person steht, vielleicht etwas langsamer vielleicht auch vorbeifahren, das weiß ich ja auch nicht, wie das dann ist. Oder halt entsprechend nur nochmal Tür auf, Tür zu und weiter oder sowas. Wenn natürlich Fahrgastwechsel stattfinden muss, muss man den natürlich trotzdem gewähren, ob Verspätung oder nicht. Genau. Gut. Ja, dann fahren sie weiter, sie kommen dann an einem Autohaus vorbei, von dem sie, mit denen sie mehrfach Kontakt hatten und aber absolut gar keine guten Erfahrungen mit dem Autohaus gemacht haben. Einer der neu eingereisten Fahrgäste fragt sie, sagen Sie mal, können Sie mir hier rechts das Autohaus empfehlen? Was haben Sie da schon für Erfahrungen gemacht? Was antworten Sie? Gute Frage. Also wenn es ist ja meistens eine persönliche Meinung. Ich würde ihm natürlich sagen, wenn er sich dort ein Auto kaufen möchte, kann er das natürlich machen und jeder soll sich ein eigenes Bild von dem Verkäufer oder von den Inhabern machen. Würde ich vielleicht in einem Nebensatz erwähnen, dass ich dort keine guten Erfahrungen gemacht hätte, aber das war es dann auch tatsächlich. Also ich würde dann aber auch im gleichen Satz vielleicht erwähnen, vielleicht hat derjenige einen schlechten Tag gehabt oder ähnliches, aber ich würde jetzt deswegen nicht das Auto aus sagen, um Gottes Willen, geh da bloß nicht hin, geh nur zu dem und dem, weil der ist total doof oder so. Also das würde ich jetzt nicht machen. Also das wäre rufschädigend, würde ich mal auch so sagen. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und wenn derjenige dort sein Auto kaufen möchte und die Erfahrung macht, dass derjenige netter ist und ich habe halt eine schlechte Erfahrung, dann ist es so. Dann meide ich für mich den, aber würde er trotzdem sagen, er soll es probieren, wenn er sich dort unbedingt ein Auto kaufen möchte. Kann ja auch sein, dass genau das Auto aus nur sein Auto verkauft, was er möchte. Also, ja. Wunderbar. Genau. Gut.
Dann, ja, kommen wir so durch den Stadtteil. Der von außen, sag ich mal, nicht gerade den wohlhabendsten Eindruck macht. Ein Fahrgast fragt sie, sagen sie mal, hier sieht's aber ganz schön schmuddelig aus. Hier gibt's doch bestimmt auch eine viele Assis, hohe Kriminalität. Sagen sie mal. Da, ja. Können Sie mir hier dazu was sagen? Ja, da würde ich direkt sagen, ich wohne selber in so einer Gegend zurzeit. Also ich wohne ja, 5 Minuten mit dem Fahrrad von hier in der Southside, West Southside. Und ich muss sagen, bisher hatte ich keine negativen Erfahrungen, sondern eher die Erfahrung gesammelt, dass wenn man sich dort als Mitbewohner zu erkennen gibt, die Leute, die dort deine Nachbarn sind, sehr offen und nett zu einem sind. Und ja, es gibt natürlich eine gewisse Regel, an die man sich hält, dass man nicht irgendwie in der dunklen Ecke mal rumschnuppert oder so. Aber ich würde ihm trotzdem sagen, geh hin, lern die Leute kennen. Es ist zwar eine billige Wohngegend, ich meine, vielleicht verdienen die Leute nicht viel, aber es sind trotzdem Menschen und je nachdem, wie man denen natürlich auch begegnet, sind sie zu einem nett. Ne? Also es schallt in den Wald hin, also es kommt aus dem Wald hinaus, wie es, nee, wie heißt das Sprichwort? Wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es hinaus. So schallt es auch wieder hinaus. Ne? Und so ist es halt das Motto, genau. Da unten würde ich aufzuhören. Also wie gesagt, als ich dort eingezogen bin, war das super nett. Das waren 3 Nachbarn, die da draußen standen und meinten so, ja, wer bist denn du und was machst du hier? Und ich habe gesagt, naja, ich bin hier gerade neu eingezogen, dies, das. Haben mir natürlich ein paar Regeln kurz erklärt, aber ansonsten war alles super nett. Also habe jetzt bisher keine schlechten Erfahrungen in so einer Ecke gemacht. Klar, es gibt Ecken, wo man dann vielleicht nachts nicht im Dunkeln irgendwo langlaufen sollte alleine. Aber das merkt man dann, glaube ich, auch selber. Wäre so meine Antwort. Genau. Gut, wunderbar. Dann, ja, machen Sie dann, erklären Sie es dem Fahrer, der hat damit auch soweit zufrieden. Und dann ja, kommen Sie am ZOP an, machen dann ein kleines Päuschen, weil es ja, wie gesagt, ein bisschen zu knapp ist dann mit der nächsten Runde und fahren dann die nächste Runde weiter. Und bevor Sie das machen, stellen Sie fest, dass ein Kollege Sie haben eine kleine interne Dokumentation und dort hat der Kollege einen einfachen Zeilendreher gemacht, hat aus einer 23 eine 32 gemacht. Ist wie gesagt eine Kleinigkeit und Sie wissen auch, was Sie dort, ich habe ganz gesagt, was Sie eintragen müssten. Wie reagieren Sie? Wenn ich rausfinden kann, welcher Kollege das war, würde ich ihn freundlich auf den Fehler darauf hinweisen. Und die sagen, dass er das vielleicht, ob ihm da nicht ein Zahlendreher unterlaufen ist und ob er das nicht nochmal korrigieren möchte. Aber ich würde jetzt da nicht irgendwie groß, einen Aufstand draus machen. Sondern wenn er dann aber irgendwie komisch wird oder das nicht einsieht, dann würde ich es vielleicht schon melden. Was heißt melden, aber halt entsprechend, ja, weiß ich nicht, ob man selber den Fehler denn korrigieren sollte. Also ich würde dann nicht hingehen lassen, weil dann heißt es wieder, naja, er hat doch da dann rumgefummelt. Sondern würde ich es ja an die Führungskraft melden oder an den Vorgesetzten entsprechend und würde sagen, naja, hier, er und er hat dann Fehler gemacht. Guckt mal rein oder besprecht es mal und vielleicht korrigiert er es ja dann oder ist dann einsichtig und korrigiert beim nächsten Mal den Fehler. Genau. Wunderbar. Gut, so, dann machen Sie das so. Der Kollege und Sie sind dann 2 Tage später zusammen im Dienst. Ja. Übrigens, kleiner Hinweis, das nächste Szenario ist rein theoretisch. Wenn wir sowas im Unternehmen hätten, dann wären die Leute nicht lange bei uns. Nur schon mal kleiner Hinweis. Ja. Okay. Dass sie Angst bekommen oder so. Nee. Der Kollege und Sie sind dann zusammen im Dienst und der Kollege macht denselben Fehler wieder. Ja. Wie reagieren Sie? Ich würde ihn wieder darauf hinweisen und würde ihm sagen, er möchte doch bitte seinen Fehler korrigieren. Und dass er vielleicht zukünftig also darauf achten sollte, dass er vielleicht ein bisschen ordentlicher seine Dokumentation führt, weil mir das jetzt schon das zweite Mal aufgefallen ist und ich weiß ja nicht, vielleicht, ob es mehreren Kollegen schon auch aufgefallen ist und würde ihn weiterhin freundlich darauf hinweisen. Also ich meine, ich muss ihn mir jetzt deswegen nicht wieder anschwärzen, sondern, und wenn er dann natürlich wieder sagt, nee, mach das nicht und mach du doch oder irgendwas, dann würde ich auch sagen, na gut, okay, dann behalte ich das erstmal für mich und würde dann in einer ruhigen Minute wieder dem Vorgesetzten Bescheid sagen und sagen, hier hat er schon wieder einen Fehler gemacht und wollte das wieder nicht ändern oder irgendwas und würde das wieder weitergeben. Genau. Gut, ja, dann machen Sie das, machen Sie das so, dann kommen Sie irgendwann mal zu den Vorgesetzten und wir führen dann noch ein Gespräch mit demjenigen. Ja. Der Kollege ist gegenüber uns auch einsichtig. Ja. Und Sie sind aber dann 3 Tage später wieder zusammen im Dienst und der Kollege schneidet Sie, gibt auch dumme Antworten, ist patzig, pampig. Wie gehen Sie mit sowas um? Ich würde ihn freundlich darauf hinweisen, dass er das zu unterlassen hat.
Und mich einfach, also dass er mich in meine Arbeit machen lassen soll und mich dabei nicht irgendwie, ja, was heißt, also blöd kommen, weiß ich nicht. Also ich würde das versuchen, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, sag ich mal, mich nicht nach dem Konflikt zu stellen, wenn er jetzt persönlich was gegen mich hat, und würde ja im Wiederholungsfall vielleicht oder auch schon nach dem ersten Mal wieder auf den Vorgesetzten drauf zugehen und würde ihm sagen, dass derjenige anscheinend ein persönliches Problem mit mir hat und ja, vielleicht dann unter sechs Augen sozusagen, also unter Beisein des Vorgesetzten, dass man dann entweder ein klärendes Gespräch führt oder ja, je nachdem, welche Maßnahmen dann halt durch die Führungskraft eingeleitet werden, durchgesetzt werden. Ja, das ist klar. Dann machen sie das so und dann ja, würden wir dieses Szenario erstmal soweit beenden. Gut, dann hast du noch jetzt zwei allgemeine Szenarien, die sie ja wahrscheinlich, beim ersten bin ich nicht ganz so sicher, zwei Szenarien, die hier in San Andreas relativ oft vorkommen. Ja. Das erste ist, es kann oder es wird definitiv der Fall sein, dass sie auch mal über mehrere Runden sehr, sehr viele stille Fahrgäste haben. Ja. Die sind manchmal so still, dass man das Gefühl haben könnte, sie wären alleine im Bus. Ja. Ist das ein Problem für sie, auch über längeren Zeitraum, in Anführungsstrichen, alleine durch die Gegend zu fahren? Nö, wieso? Gegenfrage, ist es denn genehmigt, nebenbei Musik zu hören oder so im Bus, ohne dann andere Fahrgäste zu belästigen? Leise, wenn sie dabei noch den umliegenden Verkehr wahrnehmen können, können sie das gerne machen. Ja. Allerdings aus Erfahrungswerten kenne ich ihn sagen, machen sie das lieber nicht. Ja. Einfach dann, deswegen die Frage, ob sie halt auch in Anführungsstrichen sehr still fahren können. Ja. Also so, kann man machen, aber ne, würde ich eher von abraten. Wenn nicht, trallere ich mir selbst ein Lied vorne weg. Ja, genau. Gut. Dann wiederum müssen sie in der Lage sein, sagen wir mal, es ist erhöhtes Passagieraufkommen oder auch beispielsweise eine feierbütige Meute, die da in den Bus einsteigt, dass sie doch da den Schalter umlegen können und ja, aktiv, munter und kommunikativ sein müssen. Ja. Ist das ein Problem für sie? Nö, überhaupt nicht. Also wenn die Leute entweder sich in ihrer Blase sich selbst unterhalten und mich in Ruhe Bus fahren lassen, habe ich damit kein Problem, aber auch wenn sie mich irgendwie mit in ihre Gespräche einbeziehen, wäre ich da jetzt nicht abgeneigt, da irgendwie freundlich oder vorkommt, entsprechend darauf zu antworten oder mich in die Unterhaltung mit einzubringen, sofern ich mich natürlich nicht vom Busfahren ablenken lasse. Okay, alles klar. Gut. Wie viele Stunden in der Woche können Sie denn hier so für LS Transit erübrigen? Das kommt immer auf ganz die Wochen grob an, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Das kann ich leider nicht immer. Also ich sag mal andersrum, ich versuche, wenn es geht, 5 Stunden in der Woche da zu sein, mindestens. Das stellt sich aber dann aus unterschiedlichen Tagen zusammen. Also ich denke mal, am Wochenende tagsüber werde ich mal schon mal da sein, eher sein sonntags vielleicht. Mhm. Und unter der Woche muss ich dann immer mal gucken, wie es passt. Das klang jetzt gerade so, dass 5 Stunden schon das höchste der Gefühle sind? Nee, also es kann auch mal sein, dass ich 10 Stunden in der Woche da bin. Also das kann durchaus mal schwanken. Also wenn ich auch mal nicht da sein sollte, dann würde ich mich natürlich entsprechend melden und nicht einfach stumm irgendwo sagen und ich bin jetzt irgendwie mal, also wenn ich die Chance habe noch zu sagen, ich bin jetzt mal irgendwie die Woche mal nicht da, dann würde ich die Chance auch nutzen und das entsprechend kommunizieren, wenn das ein Problem sein sollte. Okay. Sie können aber auch unter der Woche auch da sein, also es ist nicht so, dass Sie nur am Wochenende fahren können. Nee, ich bin auch ab und zu auch mal unter der Woche da. Das ist eher so die Tage dienstags. Und oder freitags dann. Okay. Das muss ich, genau. Und dann ist halt für die Ausbildung relativ wichtig, dass sie halt, sag ich mal, nicht zu selten und nicht zu unregelmäßig da sind, weil dann sonst der Ausbildungsfortschritt halt einfach flöten geht, ne? Wenn sie nur alle, sag ich mal. Noch viel liegen denn irgendwo, ja, klar. Genau, ne? Alle 3-4 Tage nur mal da ist, das hatten wir jetzt schon in der Vergangenheit, das hat sehr lange gedauert in der Ausbildung. Ja, also was ich sagen kann, ist, dass ich werde es nicht schaffen, jeden Tag da zu sein. Das würde ich schon mal. Alles gut, das ist auch nicht notwendig, aber okay, so regelmäßig. Gut. Ja, also alle paar Tage wäre schon ganz gut, ne, dass sie halt wirklich, genau. Also und wenn dann auch gerne mal so schon 15 Uhr oder 16 Uhr, je nachdem wie es passt, und dann halt irgendwie 16 bis 18 Uhr oder so. Und für mich war es dann halt, ist es halt der Job ganz gut. Ich weiß ja nicht, wie es dann ist, aber wenn ich dann sozusagen fertiger Busfahrer bin, dann darf ich ja auch sicherlich alleine irgendwie Bus fahren oder ist es dann trotzdem. Ja. Genau, und das war dann das. Also ich glaube, nach der Ausbildungszeit ist es für mich sogar
besser und leichter, diese 5 bis 10 Stunden vollzumachen, als während der Ausbildung, wo man sich natürlich mit seinem Ausbilder dann irgendwie verabreden muss zu gewissen Zeiten. Das würde ich schon mal so zum Protokoll geben. Genau. Weil dann fällt es mir auch leichter, mal irgendwie zu sagen, ich fahre jetzt mal 1 oder 2 Stunden mal hier entspannt meinen Bus. Genau, ja. Genau. Ja, das ist halt wichtig. In der Ausbildung sind sie ja so ein bisschen auf die Ausbilder richtig. In Anführungsstrichen angewiesen. Wie wären denn das so? Können Sie das grob sagen, wie das so Ihre Zeiten wären? Also alle 2 Wochen theoretisch dienstags und freitags könnte ich theoretisch Open End sozusagen machen. Also nächsten Dienstag zum Beispiel nicht und darauf den Dienstag hätte ich dann, könnte ich zum Beispiel ab 18 Uhr oder ab 19 Uhr Open End. Okay. Oder bis 12, sage ich mal. Und dann entsprechend den gegenüberliegenden Freitag sozusagen könnte ich dann auch. Natürlich. Gut. Genau, und dann Ja. Ja, je nachdem, also ja, das passt ja dann. Donnerstags würde auch gehen von 16 bis 18 Uhr zum Beispiel oder bis 19 Uhr maximal, das würde auch gehen bei mir. Okay, es sind also dann Zeiten, die, sag ich mal, human sind, wo wir auch in der Regel Ausbilder da haben. Genau. Nicht, dass sie sagen, so, sie könnten irgendwie dann an einem so Dienstag oder Freitag dann nur um 23 Uhr oder sowas, das wird uns nicht bringen. Was auch geht, wenn natürlich nicht irgendwie was dazwischen kommt, Sonntag so 15 Uhr oder so, je nachdem, wenn natürlich die Ausbilderzeit haben, so 15 bis 19 Uhr müsste eigentlich auch kein Problem sein. Das, genau. Je nachdem. Gut, nee, das hört sich ja gut an. Genau. Da würde ich mich dann aber auch mit den Ausbildern oder weiß ich ja nicht, wie das ist, ob ich einen Ausbilder nur kriege oder mehrere oder alle. Sie kriegen alle. Oha. Alle kriegen alle, immer. Dass man sich natürlich dann irgendwie abspricht oder so, dass man sagt, an dem und dem Tag bin ich da und dann können wir ja gerne die Ausbildung fortsetzen oder so. Genau. Ja. Nee, also es gibt da schon Möglichkeiten. Ne? Also wir haben eine interne, also 2 interne Kommunikationskanäle, wo sie sich mit Ausbildern austauschen können, beziehungsweise vorab eintragen können und dann, geht das. Alles schon. Klar. Und ich bin generell, wenn jetzt vor allem die nächsten 3 Wochen, werde ich relativ viel Zeit haben, das heißt also, werden wir auf jeden Fall schon zusammenfinden. Da würde ich mich freuen, dann, ja. Genau. Finde, hast du noch Fragen? Soweit nicht. Okay, wunderbar. Haben sich denn bei Ihnen jetzt im Laufe des Gesprächs Fragen ergeben? Oder haben Sie generell welche? Noch eine andere Frage, braucht man irgendwie eine Zusatzversicherung oder irgendwie macht es Sinn, wenn man bei Ihnen arbeitet, dass man noch irgendeine Versicherung abschließt oder so? Also ich sag mal, ich habe nicht. Was? Los nicht. Die los sind nicht. Dann über uns versichert. Ach so, genau. Ja, umso besser, weil ich tatsächlich nicht, weil ich habe noch keine Krankenversicherung und nichts, da bin ich noch nie zugekommen wie heißen die? Morsbusche. Genau, da bin ich noch nicht zugekommen, also okay, wenn das sogar, dann umso nicht. Besser. Genau. Ja, läuft dann bei uns. Deswegen sparen Sie sich das Geld. Okay, dann umso besser. Da sehen Sie, dann ist das ja schon mal eine gute Frage gewesen. Genau. Okay, also ansonsten, das mit der Fahrschule hatten wir geklärt. Ich dachte tatsächlich erstmal, man bräuchte einen PKW-Führerschein, bevor man überhaupt einen Busführerschein machen darf. Aber anscheinend ist dem nicht so. Finde ich ja cool. Nee, gut, ein bisschen andere Regeln hier in San Andreas, aber finde ich auch eigentlich ganz gut so. Nee, cool, okay. Nee, ansonsten hätte ich sonst... Arbeitszeiten waren ja dann, also wenn ich kann und ausgebildet bin, darf ich sozusagen fahren, unabhängig davon, ob jemand da ist oder nicht, richtig? Korrekt, genau. Okay, alles klar. Richtig. Gut. Genau. Interessiert Sie, was Sie hier verdienen können? Das Einstiegsgehalt wäre schon mal ganz nett, ich weiß nicht, also aber ansonsten, für mich spielt das Geld keine Rolle, sage ich mal, sondern mir muss der Job Spaß machen und man muss in seinem Job aufgeben, finde ich. Aufgeben. Das ist richtig, Aufgeben, nicht aufgeben. Aufgeben wäre nicht so gut. Nee, aufgeben wäre nicht so gut, sondern aufgehen, finde ich. Und einfach Spaß haben und die Leute sicher von A nach B bringen. Ja, das merkt man bei uns sag ich mal, 90% würde ich sagen, der Kollegen, die machen das ja auch nicht wegen dem Geld, sondern weil sie ja wirklich Spaß an der Sache haben. Ich bin zum Beispiel selber seit über 3 Jahren bei Alice Transit. Oh, Respekt. Cool. Weil das halt für mich auch eine Passion, Berufung ist, ne? Ja. Als Auszubildende bekommen sie Einstiegsgeld von $35. Die Stunde, ne? Die Stunde plus $25 Transferleistung für maximal 4 Stunden am Tag. Und natürlich die Grundsicherung. Okay. Und dann noch Versicherung, wenn was sein sollte, oder? Versicherung? Was meinen Sie? Weil Sie jetzt meinten irgendwie was mit, weil ich keine Versicherung abschließen soll, wenn ich bei Ihnen arbeite, bin ich irgendwie versichert? Ja, dann sind Sie versichert. Genau, okay. Ach so, okay, alles klar. Genau.
Und halt, wenn sie dann, also in einem Zwischenschritt wird sie dann $45, glaube ich. Ja. 45 oder 50 Kannst Dollar? Ich verwechsel es immer. Also dieser Rang ist, mussten wir so oft ändern oder hinterlassen. Ja. Oder wurde so oft geändert. Wir sind ja staatlich subventioniert, das heißt 45. Ja. Dass man irgendwann nicht mehr durchsteckt, wie viel es jetzt war. Ja. Und wenn sie fertig ausgebildet sind, bekommen sie $65. Oh cool. Ja. Das klingt ja cool. Nee. Okay. Und natürlich haben sie dann, wie sie ja vorhin schon angesprochen haben, auch die Möglichkeit, Assist, sehen Sie, da fällt mir eine Frage ein. Weil die haben sie eigentlich vorhin schon ziemlich vorweggenommen. Und zwar haben sie halt auch die Möglichkeit, später auch in höhere Ränge aufzusteigen, ne? Ausbildung, eventuell organisatorisch unterstützen, ne? Hier in der Administration. Ja. Das geht halt viel, viel, viel später auch, ne? Ja. Mit einer ordentlichen Portion Erfahrung. Ja. Genau. Gut. Jo, haben Sie sonst noch Fragen? Nö, ansonsten bin ich erstmal, habe ich weiter keine Fragen, bin wunschlos glücklich. Ist klar. Gut, dann nehmen Sie mal ganz kurz vorne links auf der Bank Platz und dann sind wir gleich wieder für Sie da. Sehr gerne. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja, easy. Nee, also. Easy ist nicht da. Also, da merkt man jemand, dass jemand Vorerfahrung hat, ne? Also. Ja. Ich glaube, da hat jemand Bock. Ja, das habe ich auch. Ja, ist gut. Also, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass der wird. Ja, auch ganz sympathisch und alles. Ja. Also wenn der uns erhalten bleibt, könnte der so mit seiner Art und Weise, wie er auch redet, sich artikuliert. Und auch wenn er das so umsetzt, wie er das so bisher sagt, könnte er, ja, deutliche Bereicherung für uns sein. Ja, das heißt, was halt ein bisschen schwer werden könnte, ist vielleicht ab und zu mal eine Stunde nach war. Ja. Wenn er ja, das schafft, ist ja alles gut. Ja, genau. Aber wenn das mal sollte, dass das nicht schafft, dann kann das auch kommunizieren. Mhm. Gut. Alles klar. Dann holen wir ihn wieder rein. Würde ich sagen. Also ich. Okay. So, dann können Sie wieder mitkommen. Jawohl. Easy. So. Gut. Also, bei Vorstellungsgesprächen gibt es ja grundsätzlich eine Sache. Wenn man schnell wieder aufgerufen wird, ist es meistens sehr gut gelaufen oder eher nicht so. Richtig. Was denken Sie denn, wie es gelaufen ist? Also ich für meinen Teil glaube, dass es eher recht gut lief und ich Ihr Team bereichern kann. Das sehen wir genauso. Ja. Also, was uns sehr gut gefallen hat, das war Ihre auch Art und Weise, wie Sie auch generell das hier, ernst nehmen, was jetzt die Arbeit angeht. Auch mit ihrer Vorerfahrung hat man gemerkt, dass sie die Vorerfahrung haben. Ja. Indem sie sich halt auch gegeben haben und auch wie sie die Antworten gegeben haben. Von daher war das relativ einfach, die Entscheidung. Von daher, herzlich willkommen bei Los Santos Transit. Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich bei Ihnen anfangen darf. Genau. Wie geht's denn jetzt weiter? So, wir würden dann jetzt Folgendes machen. Ja. Und zwar würden wir einen Termin vereinbaren zur Einstellung. Ja. Beziehungsweise da müssten wir erstmal, den Termin, den müssten wir jetzt erst machen und dann bekommen Sie einen Arbeitsvertrag. Da. Mhm. Arbeitsvertrag. Ja. Den können Sie sich schon mal durchlesen in Ruhe und dann würden wir Sie einstellen zu einem Einstellungstermin. Mhm. Planen Sie dort bitte 2 bis 3 Stunden ein. R3. Dann würden wir zum PD-Führungszeugnis beauftragen, zum CASA die Einstellung vornehmen und danach gibt es einmal die Theoriekeule um die Ohren. Okay, cool. So. Und Sie merken es an unserer Art und Weise, wie wir uns auch artikulieren. Wir sind sehr locker, was das angeht. Wir duzen uns auch alle, von daher, hallo Tilo. Ja, genau, Nikolas. Oder auch einfach kurz Nick. Ich glaube, Nikolas ist ja immer zu lang oder so. Also, wie es passt, ja. Ja. Genau. Mit Nick müssen wir gucken. Wir haben gerade in den aktuellen noch einen Nick, von daher wird es wahrscheinlich auf die Langfassung laufen. Ja. Genau. Ich glaube, der Nachname wäre auch schwer. Wir haben so viele Leute hier gelesen, mit Taylor. Ja, Taylor ist ja auch ein sehr häufiger Name, muss man sagen. Ja, das ist richtig. Genau. Nee, gut. Also, so würde das dann laufen. Ja. Und dann, wie gesagt, gibt es einmal die Theoriekeule. Das heißt, wir würden sie dann einmal darin schulen, wie sie sich in unserem System anmelden.
wie sie sich eintragen können für Ausbildung und ähnliches, Anwesenheiten. Hm? Das war der Punkt, den ich vorhin meinte, mit der Kommunikation mit Ausbildern. Ja. Und dann, ja, können sie dann quasi selbstständig Leitfäden lesen, mit Kollegen mitfahren, die Linien schon mal verinnerlichen. Dann, wie gesagt, machen sie während der ganzen Zeit dann schon mal auch den Busführerschein. Dann geht's in die Praxis. Okay, cool. Genau. Da freue ich mich drauf. Wie sieht denn das aus mit Terminen? Also ich guck mal kurz in mein Handy. Gucken Sie mal am besten nächste Woche, würde ich sagen. Hatten Sie ja, gucken Sie mal, wie es da bei Ihnen aussieht. Ich wollte was das Telefon. Ja. Nächsten Freitag würde meine Mail, glaube ich, gehen. Nächste Woche Freitag? Ja. Der 22. Okay. September. Gut. Und da würde ich einfach mal sagen, machen wir... Der Kollege, der kann meistens so gegen 19.30 Uhr. Machen wir mal ein bisschen früher. Ja. Wie sieht es bei Ihnen so 19.15 Uhr aus? So, wir können auch 19 Uhr machen, je nachdem, wie es ihm passt. Also ich kann auch 18 Uhr, 18.30 Uhr. Ja. Der Kollege, also Kollege macht das meistens mit, der CEO, damit die sie auch, mit, er sie auch mal kennenlernt, ja. Ne? Und der ist meistens nur gegen 19.30 da. Deswegen würde ich da 19.30 vorschlagen oder 19.15. Dann machen wir das so. Machen wir das so, da können wir dann noch ein bisschen. Grund ist auch, weil das PD meistens ab 19.40 Uhr so irgendwie eine Besprechung hat. Ja. Und da wird das dann meistens sonst ein bisschen knapp mit dem dorthin laufen oder fahren. Ja. Gut, dann machen wir 19.15 Uhr. Nächsten Freitag, also nächste Woche Freitag. Genau. Genau. Oder, das ist schon relativ spät. Wie wird es denn bei Ihnen... Wobei, Moment. Kurz noch. Also, früher wird es schwierig mit 3 Stunden wahrscheinlich. Oder morgen, Sonntag, tagsüber eventuell noch. Aber das ist dann die Frage, ob alle da sind. Ja, nee, gut, schwierig. Ja, nee, das wird dann schwierig. Nee, dann machen wir nächsten Freitag. Da sollten auch alle da sein, das ist dann ganz okay, passt auch eigentlich. Gut, dann schreibe ich das in die Administration. Mir das mal hier auf ein Notizkärtchen. Sie wurden mit T-A-Y-L-O-R geschrieben, ne? Genau, also T-A-Y-L-O-R, ja. So, das ist dann der 22., ne? Genau, Freitag der 22.9. Also 22.9. Gut, ich habe es mir mal eingespeichert. Treffpunkt ist wieder der gleiche, so wie heute? Genau, da vorne wieder auf der Bank. Ne? Alles klar, machen wir es so. Gut, dann habe ich das an die Kollegen, also an meine beiden CEOs weitergegeben. Deine beiden CEOs, hört sich gut an. Die schicken mir, wie gesagt, einen Arbeitsvertrag zu, der dann auch zum 22.09. datiert ist. Ja. Und dann können sie den in der Zeit sich schon mal in Ruhe durchlesen und schon mal auch unterschreiben. Und dann, ja, sehen wir uns dann nächste Woche Freitag. Wunderbar. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag, genau. Ich freue mich. Und dann, ja, wir uns auch. Dann begleite ich sie wieder vor die Tür, ne? Machen wir so. Alles klar. Dann. Wunderbar. Jo. Schönen Abend Ihnen noch. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Das war falsch. Danke dir, hätte ich sagen müssen. Alles gut, passt schon. So, genau. Dann. Ja, alles gut. Dann nächste Woche noch dran denken, genug Essen und zu trinken mitbringen und am besten die Kontonummer schon mal ins Handy abspeichern. Ne? Mach ich so. Alles klar. Wir dann. Bis dahin. Schönen Abend wünsche ich dir. Bis dann. Ebenso. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. So. Gut, das ist auch ganz gut, dass wir nicht ganz so viele zusammen haben mit Ausbildung. Dann machen wir den Termin. Okay, da muss schon mal einen Guten und einen Kai. Na gut, der ist dann halt Kai. So, Personalakt hatte ich, glaube ich, bei dem Nikolas schon angelegt.
So, dann machen wir Freitag, 22.09. Und sollte da halt keiner von den beiden können, dann mache ich das halt wieder. Falls du als etwas kannst du ja mit dann dabei sein. Oder müssen wir mal gucken. Ja. So, gut. Haben wir ansonsten obertechnisch irgendwas offen? Was muss ich schauen? Ich glaube nicht. Das sieht soweit ganz gut aus. Das passt auch alles. Hat sich bei dir jemand gleich angemeldet, oder? Nee, das hatte ich abgesagt, weil der Termin auf 18 Uhr gefallen ist. Aber so, hat sich keiner gemeldet, von daher. Achso, weil hier steht 19 Uhr, Tanne. 19 Uhr? Ja. Das war gestern. Der Termin. Oh, mein Gott, ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich lösche das mal gerade ganz schnell nach Hause. Ja. So, nee, gestern waren Alice und Eric hier. Genau. Wo wir uns mal Gedanken drüber machen können, ist Toshi. Ja. Also ich finde, der ist dafür, dass er Senior ist. Zum einen war er letzte Woche keine 4 Stunden da. Und der ist halt extrem wenig im Dienst. Also. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber irgendwie mal 4 Stunden, mal 2 Stunden, mal 1 Stunde, dann mal wieder 1 Stunde, dann irgendwie mal wieder mal 2 Stunden. Aber meistens also sind auch immer für Dienstbesprechung meistens dann häufig hauptsächlich da. Ja. Und nimmt die mit. Also ich finde, dass das nicht wirklich eine Bereicherung für den Senior ist. Ja. Okay, jetzt siehst du genauso durch das Thema, dafür uns Sonntag mal mit aufnehmen. Weil da können wir dann lieber hier so Eric oder Alice mit hochziehen auf lange Sicht. Eric ist auch keine mega 4 Stunden, aber dafür regelmäßig immerhin. Ja. Jetzt hab ich das hier mal mit ein. Und Alice ist ja so mini-easy verpackt mäßig. Hast du eigentlich schon irgendwie Pläne, wann du Izzy Ausbildung machst? Izzy wird morgen von, nicht morgen, Samstag von Matt ausgebildet. Ah, perfekt. Schon mit der neuen Variante. Ja, soll es nicht eigentlich wirklich diese Woche eine Ausbilderbesprechung geben? Ja, Samstag. Ah, so. Samstag 19 Uhr. Hast du die irgendwo angekündigt? Ja, per SMS. Oh. Und das steht doch in der Besprechung drin. Oh, ja, ich sehe es gerade. Oh. Ja. ich habe diese SMS sowas mit überlesen. Gut, Samstag um 19 Uhr. Ja, genau, werde ich nicht da sein können. Nein, du kennst es ja schon, also ich hatte ja die, das Thema ist eigentlich nur das neue Ausbilderdatenblatt und halt die neuen Vorgaben für die, also neuen, Anführungsstrichen, für die Verhalte im Schwanz, weil mehr ist es nicht, ne? Ja, das weiß ich ja alles schon tatsächlich zum Glück. Genau, das kennst du ja alles schon. Ja. Aber 19 Uhr werde ich, glaube ich, definitiv nicht schaffen. Ja, alles gut. Nee. Ich brauch's gar nicht erst versuchen. Das wird nichts. Alles gut, wie gesagt, das wird nichts. Wäre es 1930 gewesen, das hätte ich schaffen können, eventuell. Aber naja, ist ja nicht so wichtig für mich. Genau, ja, genau. Gut, dann haben wir, glaube ich, auch keine Auszubildenden aktuell, die da sind.
35 ist nicht netter, dass die Freigabe für die City bekommen. Dann kann das mal so fahren. Ja. Ja. Wie viele Betriebsstörungen sind denn aktuell? Was zur Hölle? Ja, Stadtbild wie zweimal. Alter, Downtown. Krass. Gut, das, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Gut, ja, dann würde ich jetzt nämlich auch Feierabend machen. Mhm, mach das. Heute mal nicht ganz so lange und dann, ja, sehen wir uns dann morgen oder spätestens Freitag, Samstag. Ja, morgen auf Alltag nicht gut. Dann, haus rein, ne? Jo, bis dann, ciao. Ja, der ist doch mal vielversprechend, der Kandidat. Könnte man wieder so ein bisschen die Vermutung haben, dass er das auch so OOC in die Richtung geht. Der Bus so weit drüben. Oh, es geht gerade noch so. So, heute dann mal nicht so lange, weil ich keinen Bock habe. So. Morgen steht auch nichts, ich weiß auch nicht, ob ich morgens abgehe, muss ich mal gucken. Dann habe ich ja Urlaub und Samstag ist ja dann das andere Vorstellungsgespräch. Mal gucken. So. Dann fahren wir eine Runde wieder nach Hause. Dann gucken wir mal, ob der Nick live ist, dann gehen wir gleich zum Nick rüber.
Ja. So. Da sind wir wieder. Dann gucken wir mal, ob Live Gaming live ist. Das brauchen wir nicht mehr. Okay, das ist tatsächlich. Dann gehen wir da eine Runde hin. Dann wünsche ich euch dort ganz viel Spaß.